Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Hallo. Und wie ihr schon seht, hier oben, ne, die Marie ist heute mal zu sehen, die Jenny neben der Marie, dann kommt der liebe Basti, das ist unser Hiwi, und dann ganz von euch gesehen, links außen ist der liebe Pamu, und noch mit dabei sind die liebe Moni, die allzeit beliebte Mercedes-Fahrerin, die liebe Sarah. Unser Frauenheld, der Susu. Hi. Und natürlich der Mann, der seinen Einsatz niemals verpasst. Hallo. Der Yannick. So, meine Lieben. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch diese Variante quasi gefällt, so mit den Camps. Und zwar, haben wir so gedacht, wir probieren da mal was. Besser gesagt, kam ich so 5 Minuten vor Beginn und habe die Frage geäußert, habt ihr Lust drauf, ne? Wie man halt so ist, so auf ganz spontan. Und alle haben gesagt, wir mussten trotzdem. Ja, er hat es gesagt. Nee, sie haben alle ja gesagt, ne? Lasst euch das ja nicht einreden, so Gottes Willen, Gottes Willen. Also mich musste er bezahlen, aber das wollte er nicht, deswegen so. Seht ihr mich nicht. So, also Yannick ist, Yannick kriegt man auch noch dafür, dazu. Ich würde ja sagen, liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, dass der Yannick vielleicht auch sein Herz erweichen lässt und dann sich vor der Cam zeigt. Vielleicht mit ganz, ganz vielen Herzen, vielleicht auch mit Liebesbotschaften oder Gedichten, und die Marie schüttelt schon wieder den Kopf. Es ist schön, das Ganze so zu sehen. Ich finde, das belebt das Ganze. Noch mehr. Oder ihr gebt dem Video einfach 100.000 Daumen nach oben. Dann kommt echt auch mal. Oder das. Ja, dann bin ich dabei. Also, wenn wir mit dem Video, sagen wir mal, was wollen wir für eine Zahl erreichen mit Daumen nach oben? 100.000. Ja, 100.000 wird bitte schlecht. Ja, okay, 10.000. Ja, selbst 10.000, glaube ich. Doch, Leute, ja. Ja, ich würde sagen, wir schätzen. Oh, kommt, da war der Falsche wieder. Ich würde sagen, dass. Im Betrieb 3.500 bis 5.000. So, das ist doch mal eine Ansage. So, wie viele Accounts muss ich jetzt neu anmelden, damit es die also Daumen nach unten? Ich finde es ja echt schon mal geil, dass andere darüber entscheiden, wann ich mich zeige. Das ist natürlich auch. Nee, Yannick, die Entscheidung überlassen wir dir selbst. Können wir nachher nochmal über die Finanzen reden? Immer gerne. Yannick, weißt du, was schön ist? Was denn? Dass ich dich schon sehen durfte. Glaub ich. Ja. Oha. Das stimmt allerdings. Aber auch noch ein paar andere. Ja, ich auch. So, sag mal, hier, wie? Hallo, das bin ich. Ja, was hast du hier gemacht? Gar nichts. Na, Holz gefällt, nee, Bäume gefällt, so rum. Ich hab Platz geschaffen. Unglaublich. Sag mal, wer hat diesen armen die optimale Entfaltung. Unglaublich. Wieso? Wer hat denn bitte rote Lampen gemacht? Frag mal den Herrn, der jetzt gerade nicht aktuell da ist. Hast du da hier die Chefin gefragt, ja? Das ist ja... Gerald? Da muss ich deine Chefin fragen. Mach ich doch selber. Naja, aber wir haben doch hier zwei oberste Chefinnen. Ist ja nur für Neubauten. Ich habe einfach nur Platz geschaffen. Ach so, das ist quasi möglich. Ja. Ah. Ich habe mich nach den Vorgaben gerichtet, die gestellt wurden früher. Maximal 10 Bäume auf einmal und alle Stumpen wegmachen. Oh, das ist lobenswert. Das ist lobenswert. So, was steht an? Hast du bitte was gemacht, mein Junge? Ja. Guckst dir an. Du darfst wegfahren. Ah. Ja. Na gut, ich fahr da mal weg. Ist nicht weit bis zum Schreiner, Richtung Moni. Ist nicht weit, ne? Ne, warte, wo ist Moni? Muss ich hier was zum Heizwerk oder was? Nein, nee. Du musst in die Stadt, du fährst einfach nur das Stück Richtung Moni in die Stadt rein und auf der rechten Seite ist der Schreiner. Hä? Nach dem kleinen See rechts. Ach da, ich glaube, da bin ich schon mal früher, im früheren Leben, bin ich da schon mal, glaube ich, vorbeigefahren. Genau. Oh Gott, die Stimme. Okay. So, warte, Spanngurte. Geht nicht. Warum nicht? Nee, das geht nicht, das machst du ohne. Ach Mensch. Also ohne Bremsen. Da muss ich doch rollen. Das machst du ohne Bremsen. Oh mein Gott. Aber man kann ja... Oh, warte, nee, das ist... Also, nee, da muss ich erstmal hier... Oh, verdammt. Nee, warte, nee, da muss ich erstmal hinfahren. Muss ich dann gucken, wie ich ein Bild mache. Ist ja unglaublich. Mal extra sehen wir dich eigentlich auch mal hier bei uns am Hof. Oh, Marie, was ist mit deiner Cam jetzt los? Warum? Bei dir ist aber Krisseldissel.
Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Stabile Internetleitung. Ja. Nein, alles gut. Kann manchmal passieren. Ist nichts Neues, Marie. Ist nichts Neues. Ist mir auch schon passiert. Ich hab noch nicht mal das Paket verloren. Das ist allen schon mal passiert. Aber alles gut. Den hat ja nur Moni. Was? Paketverlust. Ach so, ja, stimmt. Am meisten Richtung Weihnachten, oder? Ja. Oh, Moni! Moni! Sei frissig, Cam aus. Oh, tief durchatmen. Uiuiuiui. Ach, stimmt, beim letzten Mal warst du ja hier bei Drübenernten. Genau, musst du noch auch noch weitermachen. Hm, das ist unglaublich. Sag mal. Wir hatten dich geritten, sie auf Rüben anzusehen. Wollten wir nicht eigentlich. Keine mehr, wir wollten welche. Achso, da wollten wir nicht bloß E-Feld machen. War immer dabei, dann haben sie halt zwei gemacht. Achso, da hast du dir gedacht, ach Mensch, das flutscht gerade so schön. Ja. Komm, da hauen wir noch ein bisschen was aufs Feld. Ja, ich dachte mir so, der Excel hat sowieso sonst nichts zu tun. Unglaublich. Dass natürlich da zwei Folgen Palettenstapeln kommt. Ja, das war natürlich nicht geplant, aber. Ja. Man muss ja auch mal den Hof aufräumen, ne? Genau. Ja. Oha! Unglaublich. Oh. Ich hab grad Standbild rum. Wie soll ich das denn dann runterfahren? Mann. Alter, was stimmt mit dir, ne? Entschuldigung. Da war grad Standbild des Todes. Geht schon irgendwie. Aber, was habt ihr denn heute so schönes getrieben? Heute so schön am Donnerstag? Arbeit. Und es steht noch so. Heiratet ja meine Schwägerin und meine Schwager. Ach so. Ja gut, dann trifft sich gut, vorher nochmal Zeltbau zu machen. Oh Marie, deine Vorlagen sind immer so cool. Also wir kennen das alle mit dem Zeltbau. Meistens. Ja. Kann ich so bestätigen. Ja. Oh, Holz ist verkauft, Junge. Ja, schön. Wobei bei Basti ist es wahrscheinlich eher die Lenkradsperre während der Arbeit, aber. oder der Peter. Ja. Der Peter steht immer. Unglaublich. Ist ja einfach nicht in Worte zu fassen. Aber habt ihr das mitbekommen, heute am 1. Juli? Sind viele aus dem Homeoffice wieder da? Kam heute zumindest den ganzen Tag so in die Nachrichten, aller halben Stunde. Haben sie ihn damit besäuselt. Dass sich ja viele Menschen wieder freuen, aus dem Homeoffice in die Arbeit zu kommen. Ich glaube, ich wäre einer der wenigen gewesen, der hätte gesagt, ach nö, lass mal. Kann ich nicht beurteilen, ich habe Urlaub. Ja, auch wieder. Ja, Hunde früh. Moni! Ja. Und klar, sag mal, hast du getrunken? Vielleicht. Das ist ja unglaublich, wie die Frau hier über die Straße eiert. Ja, Hundefrühstück, was dagegen? Warum denn Hundefrühstück? Das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, du weißt ja, was ich beruflich mache, oder? Ach so, ja, stimmt. Mhm. War wohl wieder was dabei heute? Ja. Also, nach 7 Jahren derselbe Hund schon mal wieder. Ach, gucke. Man muss ja schon sagen, ne, es ist ja doch schon eine Anstrengung, ne, für euch als Postboten oder, also heißt das Postbotenzusteller oder wie ist das so? Postboten trifft's, ne? Briefträger. Zusteller, Brief und Paket, oh, keine Ahnung. Oh. Also der Lehrberuf hat einen viel besseren Namen. Okay. Fachkräfte Kurier, Express und Postdienst. Also, ne? Ah, okay. Interessant. Also, aber für euch ist das ja schon, kann man sagen, eine Anstrengung, die Säcke da hin und her zu schleifen, oder? Meinst du eher die Pakete? Da werden die nicht in Säcken also bei mir kommt das immer in Säcken. Nee. Okay, ich habe also ich hab mich gerade geoutet, ich bestelle nämlich für meinen Hund auch lieben gern Hundefutter. Immer die großen packen, 50 Kilo. Also gewisse Firmen, deren Namen ich jetzt nicht in den Mund nehme, weil wenn ich die schon wieder ausspreche, kriege ich schlechte Laune. Oh, so schlimm. Packen die auch nur so schön in Kartons ein. Ja. Und am besten 2 15 Kilo Säcke in einen Karton. Ah, okay. Doch, so schlimm. Mhm. Ist das gelb mit roter Schrift?
Auch. Auch. Ja, die bestelle ich immer. Was ist eigentlich das Maximum an Gewicht, was ich per Post verschicken kann? 31,5 Kilo. Haben wir es wieder. So, so. Deine Zahl. 31. Nee, aber interessant. Alles, was darüber hinausgeht, oder darf es darüber hinausgehen, Moni? Kommt mit einem anderen, also auch über uns. Ja. Nennt sich aber DHL Verwacht. Ah, also das ist dann... Okay. Und habt ihr denn da auch ein Maximumgewicht, bis da eine Spedition kommt? Oder ja, das bringt ihr das dann einfach mit dem LKW? Das ist dann bis oben nur offen, weil die liefern dann alles. Also okay. Da geht's dann auch Richtung Motor und allem drum und dran. Jo, mal eben eine Eisenbahn bestellt. Also ich bin ja gespannt, ob die mir dann auch mein Häcksler liefern. Wollt ihr wieder Eisenbahn bestellen? Gar keinen Bock. Ja, Mudi, liefert ihr sowas auch? Gartenhäcksler? Also Gartenschredder? Also die leichtere Variante habe ich davon schon bei mir auch im Auto gehabt, ja. Okay. Wenn Rasenmäher ist. Na gut, meine Variante beläuft sich auf 100 Kilo. Ja, da wird eine Spedition kommen. Oh, mal gucken. Also ich bin ja noch am überlegen, ob ich meinen Gartenschredder bestelle, also neu, oder ob ich die günstige Variante nehme und gebraucht kaufe. Aber willst du den denn so oft brauchen, dass ich kaufen lohnt? Bei dem Garten ja. Bei dem, was da, du musst halt sehen, es sind halt schon durchaus, ich lasse ja ein paar Bäume stehen. Ja? Einfach weil es schön ist. Und da fallen alleine im Herbst und im Frühjahr fällt da so viel Verschnitt an, wo sich das definitiv lohnt. So, und wenn ich ihn nicht brauche, kann ich ihn halt immer noch vermieten. Das ist ja das Gute. Ich sag doch, Excels erste Überlegung ist, kann man damit auch Geld verdienen? Naja, man muss doch ein bisschen wirtschaftlich denken. Zweites Standbein, Maschinenvermieter verleihen. Also ich habe mich schon mit ein paar unterhalten, die würden das echt feiern, wenn ich so ein Ding habe. Mit dem Mietpreis sind sie eigentlich auch einverstanden. Das haben wir eine Rübenmaschine? Ja. Das ist quasi schon eine beschlossene Sache. Was glaube ich schon nicht mal auf dem Server, oder? Ja, warte, jetzt muss Marie doch wieder hochpegeln. Jetzt schläft es gerade wieder ein beim Reden. Aber berüben. Nein, Marie. Ach so, ja, jetzt seht ihr mal, wie das so ist, ne? Wenn Marie und ich uns so bekeifen, ne? So im netten Stil, dann macht ihre Marie mal. Ey, das ist so perfekt heute mit der Kamera, wenn ich diese Paletten hier mache. Ja, also das Geile ist ja, ne, also liebe Zuschauer, es ist ja so schön, ne, ich sehe ja alle, bloß ja. Alle anderen sehen sich nicht. Ja, ja. Aber schön. Ja, und das ist ja cool, die Reaktion, ne, Basti zum Beispiel, der jetzt so hoch konzentriert in die Cam geguckt hat, dann denkst du, da wird der Cam gleich auffressen. Du wüsstest, was ich gerade für einen Hänger... Für Anhänger. Anhänger. Ja, ich bin die deutsche Erdung. Brauchst du denn, Moni? Man sagt auch Hänger. Fertig. Ja, so Hänger. Das ist definitiv ein Hänger. Das ist kein Anhänger mehr, was das hier ist. Oh, ja. Ich glaube, das ist so schlimm. Wie oft bist du schon umgefallen? Noch gar nicht. Noch nicht. Alter, wie hast du das gestapelt? Das ist halt auch geil, ne? Jenny will nicht stapeln, aber kommt dann hin zu Basti. Mach das ordentlich! Nee, aber ich denke mal, bis zum Sellpoint fällt er mindestens 5 Bar um. Gar nicht Bar, einen halben Weg habe ich schon. Ups. Warte, wo bist du? Warte. Wo ist er denn? Einfach, der fährt jetzt zum Verkaufspunkt dahin. Muss ich einfach da hinstellen, Axel. Also das Problem ist, der tut mir halt auch schon ein bisschen leid, der Basti, weil wenn er jetzt was Falsches sagt, kommt von der Seite der Schlappen geflogen. Das ist wohl wahr. Tür auf und dann knallt es hinter mir. Oh, Basti. Nur warte, bleib so. Warte. Bleib am besten stehen. Da muss ich gleich ein Foto sehen, machen. Warte, oh, warte, warte, ich muss die Palette wieder aufheben. Oh, nicht gut. Das war keine gute Idee. Hast du schon mal mit Gefühl gebremst? Nee, kann der nicht. Das sieht ja einfach doch so geil, ne? Oi, oi, oi. So. Vielleicht liegt der Schlappen gleich auch in eine andere Richtung. Okay, du darfst weiterfahren. Ist das heftig. Der kann nicht aufstehen vor der Kamera, so.
Ich habe eine Hose an mittlerweile. Ach ja, das war ja auch so geil. Da muss ich mir aber erst eine Hose anziehen. Unglaublich. Ja, das sieht aber, ne, ich finde, es ist, ja, es hat was. Es hat was. Abstrakte Kunst ist immer schön. Nein. Ich hab 17. Ich hab noch Baum. Ja. So, da hinten sehen wir die Sarah still und heimlich entspannt ansehen mit ihrem MB-Truck. Mhm. Oh. Sarah heute tief entspannt. Er hat den Baum hergestellt. Oh. Der Baum stand da vor dir. Wie war denn? Hat sich denn das Wetter bei euch wieder etwas eingepegelt, Sarah? Ja, es ist immer noch regnerisch, aber zumindest kein Unwetter mehr. Also das, wo du letztes Jahr das Bild gepostet hast, das war ja schon heftig. Ich muss doch mein Auto anschauen, ob Hagelschaden ist. Ah ja, apropos Geld. Alter. Das kam mir in dem Moment dann auch in Gedanken, ne? Das ist schön. Ja, genau. War doch bestimmt auch Tennisball groß, oder? Nee, Tennisball groß ist nicht. Das war zum Glück bloß ganz kleine. Ich weiß so, Fingernagel groß, aber nicht allzu groß. Ja gut, aber das reicht dann auch schon, ne? Wenn die mit dem Buch da drauf blabbern. Dankeschön, ich immer dank. Genau, er fährt auf zwei Rädern. Schnell. Wirklich, Basti hat wieder Spaß im Glas. So. Hab's geschafft. Ja. Ah, cool, in der Palette ist schon verkauft. Toll. Zeit. So, halt. So, Yannick, wie war denn dein Urlaubstag heute? Wie bist du denn reingestartet? Kaffee. Kaffee. ja, entspannt halt. Oh, also. Ich weiß nicht. Lange keinen Urlaub mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie das ist. Deswegen muss ich mich an deinem Urlaub ergötzen. Ja, dann mach das doch. Ja. Hier, ich geb dir ein bisschen ab. Schön wär's. Schön wär's. Ich muss noch warten. Und in 2 Wochen habe ich meine zweite Impfe. Ich bin heute durchgeimpft. Wär's wieder 1000 Tote sterben. Ich war arbeiten am nächsten Tag. Also ich hatte gestern meine zweite. Heute Nacht habe ich gedacht, ich sterbe. Okay. Aber jetzt geht's wieder. Ja, genau so ging's mir auch. Also das ist dieses, kennt ihr das, wenn man Fieber hat, nachts aufsteht und einfach komplett zittert und sich so denkt, Alter, was ist hier los? Weil einem einfach so hart kalt ist. Und das hatte ich heute Nacht mal 10, aber jetzt geht's. Okay. Mal gucken, wie es ist. Sag mal, Klone? Ja. Ah! War das so richtig ausgesprochen? Ah, fast. Ach, Mann. Ich dachte, das heißt Klon. Ach, oh Gott. Nein, das, oh Gott. Klone. Jetzt sag ich doch Klone. Ja, Klone heißt das. Klone. Klone, kleine. Na, oder umgangssprachlich, hey Zwerg. Ja. Ich muss damit aufhören. Ist nicht gut. Aber, Sarah, gib alles! Gib alles, mein kleiner Fett! Gib alles! Nein! Scheiße, sie kommt! Ich hab ein paar Doppel zu werfen. Und fang doch nicht so an! Werf die Rüben! Mach doch sowas nicht! Oh mein! Ich hab euch nicht getan! Dankeschön! Oh Mann! Aber gestern, Sarah, wie hat sich denn, du hast ja geschrieben, du hast das auf Koreanisch dir mal angehört. Mhm. Hast du da überhaupt ein Wort verstanden? YouTube. Okay. Okay. Naja, Yannick, wir ziehen das aber durch, ne, Yannick? Ah, sicher. Ja. Die Sendung mit Yannick und Exe. Ding, 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 ding. Ja, dann sei mal gespannt. Dann schau mal in den nächsten Folgen Pharma rein, denn die Begrüßung, die Eröffnung der Videos wird ein ganz neues Level. So, Sendung mit der Maus-like, wo die Verabschiedung immer auf einer anderen Sprache kam. Ja, auch so die Eröffnung. Gut, kennst du das noch so, wie die in der Eröffnung hier die sämtlichen Sprachen durchgeballert haben? Ja. Und kam Yannick gestern auf die Idee bei Pharma und so werden wir das jetzt bei Pharma angehen. Ich nehme die Fremdsprache und Yannick nimmt die deutsche Übersetzung. Irgendeiner hat gestern gedacht, ich habe einen Herzinfarkt bei Schwedisch.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr mit Afrikanisch anfangt. Irgendwelche Klopflaute. Kling, kling. Auf der Kenia-Flashback. Ach, ist immer wieder schön. So, aber, meine lieben YouTuberinos, ne, wenn es euch gefallen hat und auch so, wenn das neue Format mit den Camps euch gefällt und wenn vielleicht hier unten noch ein paar Camps erscheinen sollen, ne, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Gerne in die Kommentare schreiben und ja, wir werden hier noch ein bisschen entspannt weitermachen, ne, so auf Donnerstag, ne, Donnerstag ganz entspannt diesmal. In diesem Sinne sagen wir erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.